Ich bin Alicia Kusumitra und heute habe ich zu Gast Vadim Cense. Danke, Alicia. Ich freue mich natürlich, hier auch dabei zu sein bei eurem Kongress. Und vor allem geht es natürlich auch um ein sehr wichtiges Thema, und zwar um die weibliche Kraft. Und das hat auch nicht nur mit Frauen zu tun oder nur mit Männern, sondern wir haben natürlich beide Zellenanteile auch in uns. Das heißt, jede Frau hat männliche und weibliche Zellen, die alle diese Anteile, diese weibliche Kraft eigentlich wahrnehmen und natürlich auch ausleben. Desto leichter kann das Leben werden. Also im Endeffekt geht es um Thema Intuition, dass man sich selbst vertraut. Also wir haben natürlich alle unseren Kopf, das ist klar. Wir denken viel, aber wir fühlen auch immer mehr. Und jeder hat in der letzten Zeit auch natürlich mitbekommen, dass man eigentlich immer mehr auf die Intuition zurückgreifen muss. Nicht nur kann, sondern sollte. Müssen tun wir eine gar nichts, außer sterben. Und leg bitte eine Hand aufs Herz. Links, rechts spielt keine Rolle. Ihr müsst einfach mal den Herzschlag kurz fühlen. Also wieder mal ganz normal atmen. Ein und aus und wieder ein und aus. Werkzeuge, die unterstützen nur. Also eigentlich alles passiert hier im Kopf. Also im Endeffekt geht es darum, dass wir durch unsere Vision plus Gefühl eigentlich Magie machen. Also theoretisch ist Magie nicht das, was im Kopf alleine entsteht, sondern das sind deine Gedanken und dein Gefühl.